Willkommen bei Drinkspiration. Ich bin Waldemar von Distillery und ich habe heute zwei Sachen für euch. Erstens einen unglaublichen Gin und zweitens einen Drink, der absolut unterschätzt ist, der Gimlet. Zunächst Lind und Lime, ein Gin, der mit Limette versetzt ist. Dieser Gin sieht nicht nur ungewöhnlich aus mit dieser wunderschönen Flasche, sondern ist auch im Geschmack sehr individuell und die Aromen wurden noch durch ein bisschen Wacholder und rosa Pfeffer verfeinert. Kommen wir zum Drink, zum Gimlet. Für diesen Drink braucht ihr eigentlich nur zwei Zutaten. 50 ml von einem großartigen Gin, wie dem Lind und Lime, und 20 ml Lime Cordial. Lime Cordial ist nichts anderes als haltbarer und mit Zucker versetzter Limettensaft. Hier kommt also zweimal Limette zusammen. Limetten Cordial und Limetten Gin. Sehr viel Eis ins Rührglas. Jetzt wird der Gimlet 20 bis 30 Sekunden lang gerührt, bis er eiskalt ist. Genau wie beim Martini ist es unglaublich wichtig, ein vorgekühltes Cocktailglas beim Gimlet zu nutzen. Jetzt nutze ich einen Julep Strainer und seihe den Gimlet ins Glas ab. Eigentlich braucht dieser Drink keine Deko, aber man könnte eine kleine Limettenzeste dafür nehmen. Voilà, der Lind & Lime Gimlet. Unbeschreiblich lecker. Limette trifft auf mehr Limette. Der rosa Pfeffer kommt auch ein kleines bisschen durch. Es ist einfach nur lecker, ne? Mit nur zwei Zutaten ist dieser Drink perfekt ausbalanciert und schmeckt trotzdem komplex. Sehr, sehr geil. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und das nächste Mal wieder da seid, wenn es heißt Drinkspiration mit Distillery. Gimlet mit Lind und Lime. My new favorite drink. Cheers! Cheers.